Herzlich willkommen zu diesem Video. Eine Frage, die wir immer wieder gestellt bekommen, ist, wie wird sich Social Media verändern und insbesondere die Werbung, die man auf Social Media schaltet? Und das ist eine sehr spannende Frage. Wenn es dich interessiert, bleib dran. Ja, wie verändert sich Social Media Werbung? Es ist ja immer wieder in der Diskussion, dass das Tracking irgendwie eingeschränkt wird. Durch Apple wurde es jetzt schon eingeschränkt. Weitere Maßnahmen sollen ja wohl auch noch folgen. Das heißt, man kann weniger tracken als vorher. Und Facebook bzw. Meta hat ja natürlich auch eine eigene Agenda und möchte natürlich auch nach wie vor gerne die Aktionäre zufriedenstellen und ein Liebling bei den Aktionären sein. Und das beides wirkt sich natürlich auch extrem stark darauf aus, wie wir Werbung schalten können, dürfen, sollen auf Social Media. Und da gibt es eigentlich einen Punkt, der sehr zentral ist. Wenn man sich mal anschaut, wie war Facebook-Werbung früher, also wenn man vor 5 Jahren Facebook-Ads geschaltet hat, dann ging es halt auch noch viel darum, irgendwelche Hacks zu haben, irgendwelche Häkchen zu setzen und schlauer zu targetieren als der Algorithmus, was ganz spannend ist, weil es damals tatsächlich noch sehr gut geklappt hat und dann solche Geheimtipps auch ein entscheidender Vorteil waren, um eben zu schauen, dass man irgendwie besondere Dinge outperformen kann oder so. Und dann gab es früher mal so ein Hack zum Beispiel, dass man nur im Targeting WLAN auswählt, also nur Leute targetiert, die irgendwie gerade WLAN anhaben, weil dann sind sie ja in der Theorie irgendwo, wo sie gerade kaufen können und auch Seiten öffnen, die sie zum Kauf bringen, ohne dass jetzt sie dafür mobile Daten opfern müssen. Ja, wie gesagt, das war vor 5 Jahren vielleicht noch relevant. Mittlerweile machen sich die wenigsten Leute nur noch Gedanken um ihr Datenvolumen, weil sich das auch verändert hat. Und das ist halt so ein Hack zum Beispiel aus der Vergangenheit, der heutzutage nicht mehr so den krassen Impact hat wie früher. Und dann ist ja die Frage, wohin verändert sich das Ganze? Wo geht der Fokus hin? Naja, wenn man sich die Plattformen anschaut und auch schaut, welche Plattformen neu dazukommen und wie die so gestaltet sind, wie sich bestehende Social-Media-Plattformen verändern, dann fällt halt auf, dass die Inhalte eher wieder persönlicher werden, also mehr Menschen im Fokus sind und Video-Content natürlich King ist aktuell. Das heißt, ein wichtiger Trend, gerade auf Social Media, ist eben die Zielgruppe so anzusprechen, insbesondere auch in Videos und Videos so zu erstellen, dass man eben die Zielgruppe abholt und das besser als die Konkurrenz. Weil, was ist so das Interesse dahinter von der ganzen Plattform an sich? Ist natürlich so, dass Werbung schalten so leicht wie möglich zu machen für jedermann. Weil wenn man sich das mal anschaut, wenn man das jetzt so mit der Tageszeitung, mit der lokalen Tageszeitung vergleicht, irgendwie so ein wöchentliches Blatt, was halt erscheint, was da eine Anzeige kostet, pro, die rechnen ja glaube ich sogar teilweise pro Quadratmillimeter ab. Wenn man mal vergleicht, was kostet das und wie viele Leute kann man damit erreichen im Vergleich zu Facebook, Instagram-Werbung und Co., ist es halt so, dass es einfach unfassbar viel günstiger ist noch. Das heißt, es ist aber natürlich auch eine Diskrepanz zwischen den Preisen von Print zum Beispiel zu Social Media. Und natürlich wird der Preis für Social Media Werbung auch weiter steigen, was aber einen wiederum dazu zwingt, sich zu professionalisieren, weil eben die ganzen Plattformen halt wollen, dass es so leicht ist, für jedermann Werbung zu schalten, wie eben ein Inserat in der Zeitung aufzugeben. Und dahin wird sich das Ganze entwickeln und das erklärt auch, warum zum Beispiel Hacks weniger gut funktionieren, also irgendwelche geheimen Einstellungstipps weniger gut funktionieren. Natürlich gibt es noch ein paar, das ist klar, aber es funktioniert halt weniger gut als früher und es ist weniger wichtig als früher. Deswegen, das, was wichtig wird, ist einfach die Werbung wirklich gut schalten zu können, also gute Werbung zu produzieren, zielgruppengerecht, für die richtigen Produkte einfach Werbeanzeigen schalten zu können, also gutes Marketing zu machen. Und für uns als Marketingagentur ist es natürlich erfreulich, wenn eigentlich das, was gute Werbung ausmacht, nämlich ein vernünftiges Marketing, wenn das wieder stärker in den Fokus rückt, weil wir dabei halt optimal unterstützen können. Das heißt, um das nochmal zusammenzufassen, wie ist die Entwicklung? Also technische Hacks im Sinne von irgendwelchen Einstellungen werden weniger relevant, weil die Plattformen dahin gehen, dass es einfach weniger komplex werden soll. Es soll leichter werden, Werbung zu schalten. Dadurch werden auch mehr Leute Werbung schalten, weil es immer noch
deutlich günstiger ist, als zum Beispiel die Tageszeitung zu nutzen, weil als Online-Shop würde man ja jetzt auch nicht einfach in der allgemeinen Sonntagszeitung irgendwie eine Anzeige schalten. Das bringt halt überhaupt nichts. Das heißt, es ist auch ein Stück weit alternativlos. So, das heißt, der Preis wird weiter steigen. Und worin unterscheiden sich dann die Werbetreibenden noch? Naja, einfach, und man kann weniger tracken. Worin unterscheiden sich dann die Werbetreibenden nur noch? In der Qualität ihrer Werbung. Ne? Der Marketing-Aspekt wird immer wichtiger. Wie stelle ich mich nach außen dar? Was muss ich kommunizieren? Was sollte ich auf gar keinen Fall kommunizieren, um Leute davon abzuhalten, bei mir zu kaufen? Und ja, das ist eigentlich so die Entwicklung, die wir in den nächsten 1,5 bis 2 Jahren sehen werden. Das heißt, Leute, die verstanden haben, wie gutes Marketing funktioniert, werden stark profitieren. Und alle, die eben noch die gleichen Hacks von 2017, 2018 anwenden wollen, bei denen wird es eher schwieriger sein mit der Performance. Wenn du dich jetzt fragst, okay, wie könnte so eine Marketingstrategie für mich und meinen Shop aussehen, dann melde dich doch einfach bei uns über www.adstronauts.de, trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch und wir schauen einfach mal vollkommen unverbindlich, was wir da für dich tun können und wie eine Marketingstrategie für dich und dein Unternehmen aussehen könnte, damit auch in den nächsten Jahren Social Media Marketing für dich so profitabel sein wird wie möglich.